begrüße euch zu einem neuen Projekt The Past Within mit Marcel Davis. Moin, moin. Hallo Marcel. Servus. Also, ich wähle die Vergangenheit, du die Zukunft, okay? Mhm. Und was war's? Wähl der andere Spieler die Zukunft, ja. Kann ich dich hören? Oh, was? Hallo? Ja. Okay, du hast mir. Wähle zwischen Schmetterling oder Biene. Die Person in der Zukunft muss dieselbe Wahl treffen. Nehmer? Ja, mir wurscht. Mir auch. Ja, sag. Dann nehmen wir Schmetterling. Schmetterling, okay. Ja. Bist du bereit, Marcel? Ja. Perfekt. Jetzt werden Erinnerungen gemacht. Jo. Okay, ich bin gespannt. Es war bei der Dämonit. Wo kann ich hier rundherum? Ah ja, okay. Das haben wir in der Demo gespielt, aber. Aber du, ich habe jetzt mehr Auswahlmöglichkeiten, sehe ich. Was? Ich habe jetzt mehr Auswahlmöglichkeiten. Ich kann jetzt komplett um. Okay. Also gut, es ist nochmal dieser Brief. Wenn du diesen Brief findest, bin ich nicht mehr auf dieser Welt. Aber es gibt Hoffnung. In den letzten Monaten habe ich ein Gerät entwickelt, das eine Verbindung zu einer vertrauenswürdigen Person in der Zukunft herstellt. Das bist du. Der Raum, in dem du dich befindest, kann von dieser Person beeinflusst werden. Öffne aber erst die Box und warte auf weitere Anweisungen. Okay. Okay. Gut. 1900 steht bei mir. 1900? Ja. Ja, der Erinnerung. Ich bin in 1926. Um Zugang zu verifizieren, das Jahr der Erinnerung eingeben. Also. Warte mal, ich muss dich mal ein bisschen lauter machen. Aber wo bist du? Ich hab dich ein bisschen lauter gemacht, was? Du bist 68, oder? Wie 68? Ich bin in 1926. Also, okay. Warte. So. Irgendwie muss ich die Box öffnen. Oh, warte mal. Nein, ich will zurück. Kann jetzt gar nichts machen. Hast du wie sind? Warte mal. Ich habe Box mit 9 Knöpfen. Oben rechts die 2. So Mitte oben und rechts oben. Moment, also ich habe ein Feld von 3x3, ne? Ja. Okay, oben? Oben Mitte, oben rechts. Ja. Mitte links. Links? So, in der Mitte links, Mitte rechts. Mitte links und rechts. Genau, Mitte unten. Und unten rechts. Ah, ich habe Schachtel Streichhölzer, yes. Supi. Ich bin mal gespannt. Ja. Wie die Aufnahme bei dir ist. Also, wenn ihr die andere Version sehen wollt, schaut bei Marcel vorbei, ganz wichtig. So, was habe ich denn jetzt? Eine Kerz. Okay. Was habe ich jetzt bekommen? Nur, dass ich Streichhölzer bekommen. Und eine Schüssel. Mhm. Und die Uhr. Da brauche ich einen Schlüssel. Was musst du? Was siehst du? Ich muss da irgendwann mal. Ich muss dann knüpfen. Das bin ich. Okay. Schön für dich. Kann man doch irgendwas machen? Nee. Brauchst du irgendwelche Bilder zufällig oder? Ja, die Rose habe ich ein Bild. Noch andere Bilder? Bisher nicht, ne? Okay. Ich habe da Bilder. Die, was ich da in so einem Bild. Ah, jetzt, ja, ich habe da 8 Bilder. Wie? Mit dem Hirschgeweih. Wo? Wie, wo? Ist eigentlich eine Zahl dabei oder angeordnet wie?
Ja, wie soll ich jetzt die Bilder beschreiben? Also, in der, auf der linken Seite habe ich 2x6. Das ist so, ja, eine Spitze in der Mitte, wie so ein Eisberg. Mhm. Dann ist es so Papierschiffchen. Okay, das hilft mir dann weniger. Ein Rittergesicht, ein Baum, ein Messer und ein Würfel. Und auf der anderen Seite habe ich einen Hirschgeweih. Okay. Hm. Das hilft mir gerade ein bisschen weniger so. Okay, dann gehe ich mal weiter. Braucht man aber bestimmt noch. Ja. Ah, jetzt habe ich einen Raum. Ja, jetzt habe ich tatsächlich einen Raum mit. Ah, ich glaube, da muss ich mal ein bisschen Feuer anmachen. Warte. Mit Bilder. Ein Rabe. Ein Rabe, ja. Ein Wo? Schmetterling. Wie sind die angeordnet? Unananer, also vier Stück Unananer Baum und dann die Rose und der Albert. Ja, wo ist der Baum? Der Baum ist links unten. Links unten, okay. Wo der andere, wo ist andere Sachen? Also der Rabe ist links oben. Schmetterling rechts oben und das Porträt unten. Okay. Warte mal. Ab, ja. Ja, und ich brauche dann irgendwelche Zeichen von dir. Ja, ja, habe ich, ja. Ach, ich habe wieder Schachspiel. Kann ich es sagen, die Zeichen? Ja? Das war schon wie ein P links oben. Links oben P? Ja. Ah. Ja, ja. Rechts daneben, das ist so ein T. Ja? Unter dem T ist dieser Kreis mit dem Strich hoch. Kreis mit dem Strich hoch, ja? Und daneben links ist dieser Kreis und daneben diese Schlange ist. Ja. Oh! Ich hab Kohle! Nee. Nice! Okay, ich denke, ich feuer mal den Ofen an, wenn das funktioniert. Kohle. Ist gerade eine Ratte umgelaufen. Ja. Ja. Oh, was habe ich denn jetzt? Jetzt zeigt mir der Ofen. Boah, ruß der. Ja, wieso Skala? Wieso Ofenlineal die Skala? Mhm. Brauchst du das irgendwo? Warte mal. Ja, warte. Ja. Und wie sind die? Also, die Oberst ist Strich 2. Ohne Druna ist es der vorletzte. Wir gehen jetzt so beim zweiten Strich. Das sind ja ganz links bei mir. So eins und dann gleich der zweite, oder? Bitte? Der zweite von wo du hab. Also, ich habe 3 Skale, ja? Ja. In der obersten Reihe ist es der zweite Strich. Ja. In der mittleren Reihe ist es der vierte Strich. Ja. Und ohne ist es der erste. Okay, ja. Hab's. Ja? Hab's. Gut. Okay. Ich habe da Schachspiel, wo ich wahrscheinlich was stehe. Ich kann da aber nichts, bleibt nichts zum Drucklecher. Wahrscheinlich kommt es später noch mal. Also mein ganzer Raum ist rußig. Wenn du jetzt dich drin befindest, jetzt kriegst du Kohlenmonoxidvergiftung. Ja, bei mir steckt Rauchgas. Not him. Ich glaube, das Haus fängt mal an zu brennen. Leute, guck mal! Alles schwarz! Ich geh mal raus. Ach Gott, ne! Ja, super! Typisch Wasti! Ich bin da beim Seich vom Albert von der Boer. Van der Boom. Ich hab das Seich vom Albert aufgebaut. Ich teste doch gerade noch was aus. Ach, da fliegt ein Schmetterling raus. Welche Uhrzeit haben wir? Uhrzeit? Oder musst du eine Uhrzeit eingeben, zufällig? Oh mein Gott, ja. 17:15.
17, 15. Ja. Oh, es wird wieder. Gott sei Dank, ich sehe wieder was. Kommt ein Sturm auf. Ups! Der Albert ist runtergeflogen. Ah, was steht denn da? Liebe Wow, setz dir die Maske auf. Ach nee, ich will die Maske nicht. Ich muss mir eine Maske aufsetzen. Ja, ich habe einen Schlüssel bekommen. Ich muss mal gucken. Oh, es ist jetzt stürmisch. Okay. Hast du drei Symbole für mich? Ja, ich. Moment, ich muss mal die Maske aufsetzen. Ja. Aber wo denn? Kann ich doch gar nicht. Symbole? Ja, ja, so ein Pfeil. Ein Kreuz und noch da. Ah! Wo ich? Gott sei Dank, ist wieder ein bisschen ruhiger. Was? Hast du ein Pfeil, ein Kreuz und noch so ein Kreis und Strich, wo du das Symbol vielleicht hast? In der Linse oder so. Ja, da muss ich mal gucken, wo. Mhm. Ja, ich bräuchte irgendwie, ich habe doch Schüssel. Ich glaube, ich mache in die Schüssel wohl die heiße Suppe. Okay. Gut funktioniert, aber Symbole habe ich noch keine. Was brauchst du? Doch, ich habe doch. Was für welche? Ein Pfeil noch ohne? Okay, ja. Links? Was? Links? Was links? Ja, ich hab. Bei mir ist der Pfeil links. Wie links? Okay. Ja, wie ist es denn bei dir angeordnet? Im Kreis, ich kann es im Kreis drehen. Ah, ja, pass auf. Ja, ich hab den Kreis. Also. Mhm. Ja. Der Pfeil noch ohne ist links. Mhm. Unten? Ja. Wo ist er links unten? Ja. Wie erkläre ich das jetzt? Also, wenn die unten sind drei Felder. Ja? Ja? Genau. Eins oben drüber links. Okay, ja, was denn? Ja, das. So, und in dem rechten unteren Feld, also von den drei, ja, ist dieser Kreis mit dem Strich noch oben. Okay, ja. Und dieses Kreuz ist E-Feld oben drüber. Rechts. Okay. Ja? Mhm. Okay. Irgendwas stimmt da nicht. Ich kann das aber nicht drehen. Hm. Also ich kann es nicht drehen. Gut. Oh, jetzt hab's, ja. Jetzt sehe ich, soll ich. Ah, aber ich kann die anklicken. Jetzt sollte ich deinen Raum. Ich brauche wahrscheinlich die Reihenfolge. Jetzt sollte ich deinen Raum von der Vergangenheit. Was? Jetzt sehe ich deinen Raum. Welchen? Durch die Linse sehe ich in deinen Raum, dass ich so, so Gläser mit. So wie so Kirchengläser mit Mustern drin. Ja, genau. Kirchenfenster. Ja, genau. Du bin ich. Ja. Und ich kann die A-Klicke, diese Felder. Ich? Drück mal einen Schmetterling und einen Baum. Schmetterling? Wo siehst du einen Schmetterling? Einen rechten. Papierschiff. Ja. Ah, und jetzt tun sich die. Ah, die Symbole verändern. Ich glaube zuerst, dass es ein Papierschiff, so ein Schmetterling ist, aber. Wurscht, es war das Richtige, die Symbole haben sich verändert. Ja, was muss kommen? Also, in dieses, ja. Wenn die drei Felder unten sind, links darüber ein Kreuz. Was? Bitte? In das mittlere Feld unten, der Pfeil noch unten. Halb im Kreis, oder wie? Ja. Was nach unten? Pfeil nach unten. Ins mittlere. Ja? Ja. So, wenn oben die drei Felder hoch, mhm, dann rechts unten drunter diesen Kreis mit Strich.
Aha, ja. Ja? Das Dreieck, das ist das Kreuz. Hallo? Ja, das Kreuz ist ohne links, also eins drüber. Ja. Ja? Schmetterling, dieser Schmetterling, dann dieser Dreieckstower. Ja? Der Ritter und dann dieses Schwert oder das Messer, was drunter ist. Ah ja, supi. Also okay. Pfeil ist was? Oben. Ja, ja. Ja. Was? Pfeil ist oben links. Mhm. Unten links ist dieser Kreis mit Strich. Ja. Und Mitte rechts ist das Kreuz. Unabsichtlich ausgelöst, weil ich unabsichtlich das Kreuz eigentlich irgendwo hingeschoben habe und es hat trotzdem geklappt. Aber nein, ich habe das Kreuz irgendwie, weil ich es wegschieben muss, damit ich jetzt den Kreis hinbekomme. Ah! Der Block, das Messer und der Schmetterling. Die Würfel? Genau. Messer? Schmetterling? Ja. Ah ja, okay. Ah, ich glaube, da öffnet sich was. Und was? Wow! Ich glaube, das bist du. Hey, hängt bei dir ein Voodoo-Pup? Ich glaube, ich sehe jetzt dein Gerät da irgendwie. Bitte? Ich habe kein blasses Schema, was das sein soll. Okay. Diskette, wo bin ich Diskette, ne? Ich hab so Zeichen. Was? Moment. Knochen, Fleisch, Blut. Okay, Würfelcreme. Ja, Zahn, Ohr. Ih, was mit so Sache? Knochen, Fleisch, Blut. Okay. Das Ohr muss ich in den Spindelchen, der Zahn und das Blut donai. Okay, ich habe hier Zeichen. 6 Stück an der Zahl. Ach. Ja? Ja. Also, eins, Pfeil noch ohne. Ja. 2 Pfeil noch ohne. Also ich nehme alles in die männliche, war ein bisschen bulliger. Ja. 3 Pfeil noch oben. Ja. 4 Pfeil noch oben. Ja. Pfeil noch ohne und Pfeil noch oben. Ja, hopp. Habe ich eine Diskette. So. Am machen. Sarg. Ja, den Sarg soll ich doch mal hingehen, den habe ich ja. Auch. Code übermitteln. Ah, aber ich sehe da nur Albert Wonderboom. Ohne Blumen. Du musst ihn öffnen. Dann ja, warte mal, ich stelle mir mal Kerz du noch. Nein. Ich. Nee, dann fehlt mal irgendwo eine Kerz. Ich brauche noch eine Kerz. Du musst ihn noch nie öffnen. Ja, aber du, dazu fehlt mal Kerz. Ich kann es nicht öffnen. Warum? Nee. Okay, ich gehe mal einen Raum weiter. Ne, du hast der mit der Uhr. Du hast die heiße Suppe. Irgendwo muss eine Kerze sein. Ich muss eine Kerze suchen. Ich habe aber verlorene Schlüssel. Also es ist anders, wie die Demo war anders. Ja. Hey, mal zum Glück geht's gleich, ja. Wer ist das? Ich habe Bullauge, du guckst mich ja auch an. Hm. Ach, du isst ja die Kerze, komm her. Hab sie. Passt.
Willst du mir noch neige? Danke. Ah, ich habe einen Schlüssel. Nice. Jetzt muss ich bestimmt irgendwo einen Schraubenzieher holen. Hast du ein Codewort vielleicht? Noch nicht, ich öffne gerade Schublade. Ich habe Ohr. Ein Tagebuch. Tagebuch. Ich habe ein Tagebuch mit einem Ohr drauf. Ich habe aber keine Ahnung, was ich damit machen soll. Öffnen? Nee, ich habe unter diesem. Wie soll ich denn das jetzt erklären? Wo ich das. Ah, ich soll doch das Ohr drüber. Nebenbei, geh nochmal zum Sarg. Weil ich frage mich, das Licht bleibt. Wanderboom im Herz. Was? Du musst schauen, was mit seinem Herz liegt, beim Albert. Herz? Du musst schauen, was dem Albert seinem Herz ist. Ah, ich kann die Buchstaben anklicken. Was sind diese Buchstaben? Albert Wanderboom. Wo ist das? Ja, ich brauche aber 4 Buchstaben. Codewort. Ja, ich weiß noch nicht, welche Buchstaben, Marcel. So, drück mal A. A? Bei Albert. Ja? Bei Albert A. RT. A-R-T. Bei Albert also. Und dann bei den Nachnamen das N, das B und das M. NDM. NDM, genau. Das hier hat aber nichts. Was hast du für Buchstaben eingeben? ARTNDM. Was? Bei Alberts A, R und T. Und bei Wanderboom? N? Ja. D? Nee, B. E. B. Wie Ball. Bertha. Yes, das heißt, ich geht auf, Leute. Das brauche ich. Hallo, Albert, wie geht's dir denn? Ich brauche ein bisschen Blut, komm. Und einen Zahn. Warum kriege ich das nicht auf? Ohne Ohr brauche ich. Kann ich noch nicht machen. Was? Ich muss denn. Ja, ich brauche von dem Blut. Ein Zahn und ein Ohr. Aber okay, warte ab. Ich weiß, wo ich hin muss. Okay, du brauchst eine Kombination? Oh. Ja. Moment. Ich muss was kurz angucken. 3x. Ja. Also Zeppelin Y. Hä? Ja, ich habe da Kombination. Also ich habe das erste aufgemacht. Und bei dem zweiten habe ich Zahlen-Buchstaben-Kombination. Ja, sag doch. Ja? Ja. 3x. Ja. Z? Welche Buchstabe Z? Hä? Welche Z und welche Zahl? Z ist keine Zahl. Ah, ja, super. Also ich sag da mal was, wie die Kombination komplett lautet. Vielleicht kann ich was. Moment, muss husten. 3XZY. 2-1. Wie nochmal? Also an Zahlen ist es 3-2-1. Das hier, ich brauch Buchstaben.
Dann ist es XZY. Ja, da fehlen mir auch die ersten. Wie viel brauchst du an der Zahl? Vier. Vier? Ja. Was für Buchstaben hast du? Das komplette Alphabet? Ja, eigentlich das vierte, ja. Na gut, wenn die 3 für den dritte Buchstabe steht, dann wäre sie C. Mathe. Oh, ich sehe mal. Ja. Falsch. Also X, Z, G, J. Oder wie? Nee, dann müsste es C, X, Y, Z. C, X, Y, Z. Ja? C, X, Y, Z. C, X, Y, nee. Oh, jetzt bin ich letzt. C, X, Z, Y. C, X, Z, Y. Yes. Klappt nicht. Okay, dann... Wo hast du die Sachen gefunden? Ja, wie ich diesen Schrank aufgemacht habe. Da ist so ein Blutstropfen unten drunter. Bei mir steht, was auf dein Herz ist. Ich hab da auch noch einen Stift. Du solltest, glaube ich, bei seinem Herz schauen. Bei seinem Herz? Ja. Ich bin gerade nicht beim Sarg. Warte. Ja. Ich glaube, man sieht, dass du noch Herz musst. Ah, in der Brusttasche ist was drin. Okay, sorry, Masse. Oh. Die Voodoo-Puppe gehört übrigens zu Wos. RVDB. RV? RVDB. Oder? Geht ja. Ja? Komm mal, du... Du hast einen Altarschlüssel bekommen. Ja, genau. Da habe ich schon was rausgeholt aus dem Altar. Und ich habe jetzt so Rezepte. Wenn du vom Altar seist. Hä? Ich habe jetzt so Rezepte bekommen. Was hast du bekommen? So Rezepte. Okay. Oh mal die Zähne. Hm. Ja, ah. Lustig sonst. Nimm mal. Ah, ich brauche irgendwo noch einen Diamant. Jetzt verstehe ich das. Okay. Oh. Jetzt check ich das. Was brauchst denn du jetzt, Marcel? So eine Tastenkombination, so. So. Tastenkombination? Das sind so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 Felder übereinander. Okay, weil ich habe das Buch geöffnet. Aha. Das Tagebuch vom Albert. Ja. Und ich habe da jetzt so 4 Quadrate. Als Kind fing ich einen Schmetterling, er gehörte mir, aber meine Schwester stahl ihn. Ja, Ida, sie hat mein Herz gebrochen. Wie sind die angeordnet? Vielleicht? Die sind einfach 4 Quadrate untereinander angeordnet. Er hat das Würfelgerät entwickelt, um eine Verbindung zur Zukunft herzustellen. Wenn ich ein Schachspiel verliere, endet mein erstes Leben. Ah, wir haben noch ein Schachspiel. Yeah. Meine schwarze Seele wird noch in der Zukunft bestehen und auf die Wiederbelebung warten. Oh Gott, wie gruselig. 3XZY2N. Das könnte das Schachbrett sein. 3XZY2N. Warte mal. Ich komme gerade nicht weiter. Ja, ich versuch's zu lösen, Marcel.
Ich muss erstmal 3, aber ne, XY gibt es hier doch nicht. Ich habe keine Figur zum Draufstellen. Uff. Warte mal. Welchen Zahn soll ich da nehmen? Keine Ahnung. Eine Frage. Okay. Vielleicht Sandra. Ja? Sollten wir vielleicht einen Zweiteiler draus machen aus der ersten Folge? Ja, ich denke, ach. Also. Es geht schon so lang. Wie lange haben wir schon die Aufnahmen jetzt? Ich bin bei 30 Minuten. Ah, ne, okay. Dann würde ich sagen, machen wir einen Cut. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Wird bestimmt sehr interessant. Bei mir wackelt es auch. Okay, ich danke euch fürs Zusehen, für eure Zeit und bis bald. Bis dann, ciao. Ciao.